Ach, grüßt euch Leute, ich bin's, der Wallisch Uwe, ja, aus Kleinmachmaldorf. Und ihr wundert euch bestimmt, was macht denn der Kerl hier mit dem Spaten auf freiem Felde? Was hebt denn der hier für Grubenmaus? Naja, passt auf, Freunde, ich kann euch ja schon mal sagen, was es nicht wird. Es wird hier kein Fundamentloch für ein zukünftiges Impfzentrum. Nee, ich werde hier den Platz demnächst auch nicht an Querdenker-Demonstranten vermieten, wenn die nicht mehr in den Innenstädten protestieren dürfen. Und die Gruben sind dann auch nicht zum Abducken vom Wasserwerfer. Ja. Und ich hebe hier auch nicht die Gräber für die zukünftigen Corona-Toten von Kleinmachmaldorf aus. Nee, überhaupt Corona, das ist auch so ein Thema, da müssen wir weg von. Verstehst du? Wir müssen an was Schönes denken. An was Positives, an die Zukunft. Und deswegen lege ich hier nämlich gerade eine Streuobstwiese an. Schön bunt gemischt, Äpfel, Birnen, Kirschen, eine Pflaume und damit bin nicht ich gemeint, sondern tatsächlich eine echte Königin Victoria, so heißt die Sorte. Guckt, hier steht sie. Übrigens bei den Äpfeln habe ich mich entschieden für Alkmene, Danziger Kantapfel, Schöner von Herrnhut, Prinz Albrecht und die Goldparmene. Guckt euch das Ding an. Ein sehr wichtiger Bestäuber unter den Äpfeln. Bei den Birnen, kommt ihr mal mit, habe ich hier Klaps Liebling. Wir haben hier die bunte Julibirne und Gute Luise. Und bei den Kirschen habe ich Dennisens gelbe Knorpelkirsche und Cassins frühe Herzkirsche. Ja. Und dann kommt natürlich noch eine Wildhecke dazu, Wildobst, Wildrosen, naja, wie man es halt so macht. Ne? Ach, Freunde, was ich noch erzählen wollte. Früher, also zu Luthers Zeiten, na, da galt ja der Apfel als Süßigkeit, als Belohnung für artische Kinder. Ja, weil Zucker, so wie wir ihn heute kennen, das gab es ja früher nicht. Und Honig war eine Luxusware. Ja. Ja, ja, und deswegen legt ja der Nikolaus auch noch heute immer einen Apfel mit in den Stiefel. Ja, so, und wenn in 50 bis 70 Jahren das hier dann eine fertige, ausgewachsene Streuobstwiese ist, dann würde ich mich bei euch dann nochmal melden. Aber bevor es soweit ist, bleibt ihr schön gesund. Ja? Esst auch ruhig mal wieder einen Apfel, denn an apple a day keeps the doctor away. Das wusste ja schon die Queen, also nicht die Victoria, sondern die aktuelle. Ja? Und die muss es ja wissen, weil die hatte ja noch kein Corona. Also, Leute, macht's gut. Grüß euch, euer Uwe Wallisch. So, weiter geht's.